Ja, ein herzliches Willkommen. Heute bin ich in Güstrow. Das ist der 24.11.2022. Und hier findet heute ein Autokorso statt. Ja, es kommen immer noch Fahrzeuge. Solche Autokorsos finden heute in mehreren Städten in MV und bundesweit statt. Also Rostock zum Beispiel, Stralsund, Brandenburg. Der hat das ausgenutzt und gleich. Ja. Schön mit Blaulicht. Ich habe nur auf Arbeit keine Chance. Ich habe mein Deputat. Drei, ich wusste es. Alle haben gesagt zwei. Thank you.
Vielleicht dann direkt weiter, weil die Arbeit noch gut gezeigt hat.
Also hier im Hintergrund. Ist die Bildung, die der hier ist. Alle in der ersten Reihe mal sehen. Ich hoffe, wir müssen ganz schnell müssen alle auf den Start kommen. Aber alle, egal wer es ist. Und sich diesem Zug anschließen, denn die Probleme sind für uns alle dieselben. Das macht für den Unterschied mit und ohne Gewerbeschein. Ja, das kann doch nicht sein. Das ist doch von automatisch die zweitstärkste. Das ist der Wählerwille. Nicht, dass es einen Zusammensuch mit dem Verhörten dann auch nehmen. Thank you.
fleißig, hast du mehr gearbeitet und jetzt kriegst du einen dritten Arsch. Warnblinklicht an. Wenn eine rote Ampel kommt, die interessiert uns nicht, da fahren wir einfach rüber, weil die Polizei sagt, das gibt das Tempo vor. Das Führungsfahrzeug ist Thorsten, glaube ich. Ne? Dann kommen wir und wir reihen uns ganz langsam dann hintereinander ein und wie gesagt, auch nicht irritieren lassen von roten Ampeln, einfach rüberfahren. Die Polizei regelt das alles für uns, wir haben freie Fahrt. So, wir haben mal nur gehofft, es kommen noch ein paar, es sind ein paar weniger, aber ja, an den Schranken bitte stehen bleiben, sagt Thorsten noch. Die gelten natürlich nicht, ne? Was für eine Schranke. Dann wartet, also wenn wir getrennt werden sollten durch Bahnschranken, dann wartet der vordere Teil auf den hinteren Teil, also der auf der anderen Seite bleibt. Ihr braucht keine Angst haben, uns zu verlieren. Ja, und man darf verkehrsbedingt hupen, das soll ich auch nochmal sagen. Ne? Ansonsten dürfen wir nicht hupen. Nicht dauerhupen. Ne? Kein Dauerhupen, bitte. Noch was? Wann wollen wir losfahren? Wir fahren um 18 Uhr los, bei 16 Uhr. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir fahren um 16 Uhr los, weil wir hoffen, es kommen noch 1, 2, 3, 4, die es noch nicht eher geschafft haben. Gut, dann wünsche ich allen viel Spaß. Jo, fahren wir. Hallo! Alle, die das jetzt haben, heute nicht. Aber ich habe mega. Gut. Also bei der Polizei habe ich nicht viel gehört, eben. Deshalb bin ich hierher gekommen. Test, test. Also mich hört man doch, oder? Könnt ihr mich alle hören? Ja. Du bist zu leise. Aber sonst müsste ich noch das Mischpult. Ach nee, das müsste eigentlich reichen. Reicht das? Ja. Muss ich noch dichter? So. Nein, nicht gut. Ja, aber Straße muss uns hören. Ach so, na, dann ist es gut. Ja. Hallo. Ich habe mich auch nicht direkt von Fuß hier verbunden, das erlebt sich nicht zu viel. Hallo. Ich gucke immer wieder was raus. Ja,
ich fahre jetzt alles gar nicht. Ne? Na. Das halt mir dann gleich fest.
Wenn du wieder mal zu Hause sitzt und denkst, Schlimmer kann's nicht kommen.
Ja, okay, dann begeben wir uns zum nächsten Kreuzungspunkt. Kurze Info, Informationen geholt. Aus der Richtung sollten Sie dann. Laut Info 40 PKWs und 2 Traktoren. Also hier in Güstrow nicht ganz so viel wie beim letzten Mal. Aber die da sind, die setzen ein Zeichen. Das ist recht freundlich. Ja. Ja, nun müssen wir uns ein wenig in Geduld üben. Schauen wir den Güstrowern oder Auswärtigen beim Feierabendverkehr zu.
Ja, wir sitzen hier die bestellten Boote zusammen und machen jetzt auf den Zug.
Das ist von der vom Unternehmerverband. Ja, für was demonstrieren die? Für bezahlbare Energie. Wegen der Spritpreise. Wegen der allgemeinen politischen Situation. Ja? Viele Unternehmer kämpfen ja ums Überleben. Und das wollen sie hiermit zum Ausdruck bringen. Sogar Traktoren sind dabei 8. Ja. Ja. Das war's von dieser Stelle. Ja, das hat ja schon mal hier stattgefunden. Und da waren noch viel, viel mehr. Und diese Demos finden jetzt auch zeitgleich in mehreren deutschen Städten. Thank you.
habe uns dann schon mal ein wenig Licht angemacht. Wir nehmen euch einfach mit. Ja, wir sind hier verrockt. Nutzen das Licht von der Konkurrenz. Konkurrenz? Nein, keine Konkurrenz. So, wir sind bester Hoffnung, dass wir das in Kürze schaffen. Wir sind nur zum Glück ist es hier nicht weit. Soll zu machen sein. Hierher kommen, ist nicht viel mit schlafen Leuten. Sonderbarerweise. Hier im Dunkeln abgeschaltet. Weiß ich nicht. Lampen zu sparen, keine Ahnung. Ja, hier rechte Seite ist natürlich der Blick in den Rosengarten. Es hat sich viel getan. Es sieht aus, als wenn hier noch gebaut werden wird. Mhm. Das ist noch nicht ganz der Rosengarten, der kommt erst noch. Mhm. Aber wir sind noch. So, schweres Ding hier. Ja, irgendwie komme ich heute mit der Technik zu. Also für alle, die neu dazugekommen sind, wir sind, befinden uns derzeit auf dem Gewaltmarsch quer durch Güstrow mit der Absicht, den Autokorso aus der Lieblingsbrücke nochmal abzufahren, beziehungsweise zweimal, mit etwas Glück sogar dreimal, aber schon. Noch weiter, wir gehen weiter. Ich glaube, das ist kürzer. Okay. Also für alle, die es noch nicht wissen, wie laufen, macht ihr auch die Beine kurz. Jeder Gang macht lang. Ja, wie du schon sagst, irgendwann bin ich weg. Dem kann man ja entgegenwirken mit einer sogenannten Bockwurst-Diät. Erfahrungsgemäß sollte man davon auch gleich zwei auf einmal machen, weil von einer Diät wird man im Normalfall nicht satt. Hier im Disco abends mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Ich sehe dort im Hintergrund schon die Ampel. Da müssen wir hin. Ja, gefühlt habe ich hier 4 Cent einen Film gefüllt mit einer Hand. Und in der anderen Hand war ein Spaß dabei. Aber irgendwann wird der Alarm dann wieder auch runter. Deswegen muss ich wieder mal wechseln. Wir haben es gleich geschafft.
Also, wie gesagt, im Himmel fährt er mit auf einen Kleinstoffweg aus. Christus. Vorne an der Laterne, geht es dann für uns rechts rum und dann sind wir schon kurz vor dem anderen Parkplatz. Denkwürdiger Bereich, viele werden ihn noch kennen. Aber das ist ein spezifischer Grund. Wo man doch mal manchmal etwas länger stehen könnte. Heute ist dieser Tunnel. Das ging ja über die Radfahrer. Lieber hier durch. Hier hat ich das. Gut. So, auf zur Ampel und rauf auf die Brücke. Beste Hoffnung, dass wir das gleich noch schaffen. Das sieht gut aus, die andere wird gleich grün. So, jetzt nochmal einen Gang höher geschaltet. Über den Gryffindor Highway. Das ist ganz verblüfflich. So, nun werden wir hier es tun. Da oben wollen wir uns das hier. Dort sind wir schon. Ich hatte schon das Vorhaben ganz ohne Bergteil aus, wir sind heute unterwegs. Wenn sie kommen, dann kommt sie hier. So. Hier unten? Ja. So. Gipfelschirm sozusagen.
wir nehmen hier alle Straßen auf uns. Aus dieser Richtung wird uns der Zug gleich begegnen. Also ich vermute, ich bin doch der Meinung, dass wir jetzt zu früh sind. Der Zug läuft hier. Der Doppelzug ist hier gut. In der Geschwindigkeit, wie ich gesehen habe, das dauert so seine Zeit. So, ich denke, wir haben unsere Endposition jetzt mal erreicht. Ja, sozusagen auch heute Sport, extra mal. Anders, wie ihr das vielleicht gewohnt seid. Heute mache ich hier was. Blaulichter. Die Villa habe ich gefunden. In dem großen Fahrrad. Ja, wie gesagt, wir stehen hier und warten auf das erste Blaulichtfahrzeug. Der Zug befindet sich ja immer noch in Detmannsdorf. Also da sollte er jetzt sein. Wir schauen mal kurz in die andere Richtung, was sich aus Richtung Goldberg so tut. Thank you.
jetzt wollten wir schon mal von einem durchfahrenden Zug berichten. Jetzt fährt er bitte. Das Ding hier wieder. Geht denn da runter? Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil hier auf dem Hessen vorhin steht. Nee, plötzlich. Das ist mir auch klar. Ich hatte überlegt, dass wir an, aber du kommst ja hier nicht rüber. Nee. So, und nachher, wenn sie wieder runterkommen, dachte ich, dass einer von der Brücke, wenn die kommen und einer geht nach unten. Ja, du bist dann runter. Ich bin nicht runter. Ich gehe dann gleich runter. Also wenn die kommen, dann gehe ich gleich runter und du machst das hier von der Brücke. Ach, na gut. Weil da drin zwei Ansichten. Ja, das sind ja, kurze Planung. Wie wir die Aufnahmen machen. Geh mal in dich, schau dich um.
Weiter, die liegen ja da hinten nach. Aber hier siehst du nichts. Und wo kommen die dann hin? Wie lang? 12 Minuten. Ja, und? Die fahren da in der Kreuzung. Ja, und? Okay, die kommen hier nicht mehr lang. Die fahren da hin, kommen hier wieder zurück und biegen da vorne ab. Und jetzt fahren sie hier unten durch. So lang? Ja. Ja, das ist auch hin. Ja, da ist ein deutlich noch so lang hin. Du wolltest das von oben? Ja, hast du dann nur von hinten. Ach so, ja, das geht auch. Wenn du das möchtest, dann würde ich mich da unten hinstellen. Du machst hier und ich laufe in der Zeit dann nochmal runter. Wo runter? Na, da unten hin. Okay. Da hin. Dann kannst du ja von da. Wo kommen sie jetzt hin? Da ganz hin. Vorne Ampel biegen wir ab. Fahren wir hier einmal unten durch. Ja. So. Ich dachte, der Alte, der hätte es nicht da hinstellen können. Und wenn es von ich nicht da handelt, dann laufe ich hier nach Hause. Wo waren die Ampel? Da waren die Ampel. Da ganz vorne? Ja. Ja, weil hier siehst du die Grenze. Ja, so macht das von da. Das ja. Okay. Ja. Ja. Ich hab sie dann bloß von hinten. Jetzt machen wir was anderes. Naja. Gut, nochmal. Kleine Planänderung. Aus welcher Position wir filmen, da sprechen wir uns immer etwas ab. Dann schauen wir mal, was kommt und wie es bei euch rüberkommt. Ich denke, ich werde den Zug hier von hinten haben. Und schaue ich mal, ob man das überhaupt erkennen kann. Hier leider nicht auf die andere Straßenseite.
Ja, das wird wohl noch ein wenig dauern, Zeit für euch, noch was zu trinken zu holen, vielleicht einen Kaffee oder einen Tee.
noch nichts in Sicht. Ich sehe gerade, mein Akku ist gleich leer. Das hatte ich ja noch nie. Okay. Also schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Ist das Kabel dabei? Nein, habe ich leider nicht. Kabel vergessen.
Na gut. Also, falls ich dann plötzlich weg sein sollte, schaltet um auf Evil True. So. Jetzt werden wir mal etwas technisch unterstützen. Und zwar in der Livestream. Dazu bauen wir unsere Technik ein wenig um. Ja, so ist das halt, wenn man unterwegs ist. So, dann hoffen wir mal, dass auch jetzt, wir haben hier gerade mal ein Kabel reingeschoben. Das sieht jetzt sehr fies aus, aber ich hoffe, dass das jetzt noch über die Zeit werden kann. Ja. Vielen Dank. Und hier eine große So, jetzt ganz offensichtlich, die Polizei setzt sich in Bewegung. Das soll natürlich was heißen. Irgendwo wird jetzt was passieren. Ich hab's doch vermutet schon. Schaff ich das? Okay, wir versuchen nochmal auf die Brücke zu kommen, bevor der Konsul hier vorbei huscht. Huscht ist gut. Dann versuchen wir doch mal hier rüber zu kommen. Da unten seht ihr schon die Lichter.
ist der Autokorso. Und der Mühlenverband. Das war nochmal der Autokorso, ein Blick von oben. Ich werde versuchen, jetzt zum nächsten Punkt zu kommen, aber mal schauen, ob ich es schaffe. Ihr seht nichts. Da ist die Straße. Ich bin auch schon da. Ja. Müssen wir. Ja. Ja, wir können doch hier rüber. Ach, da ist kein Schild. Nee, sehe ich auch gerade. Okay. So, deswegen. Also ich muss mir hier auch nicht den Arsch abfahren lassen, dann kann man. Auf der anderen Seite. Von vorne. Jetzt das gemacht. Wieder gelaufen. Bist du da rübergestiegen? Nee, wieso? Da kannst du rübergehen.
Wo denn? Ist über die Straße. Ja, aber da ist jetzt getrunken. Hä? Nee. Bist du ja so. Naja, also... Das ist... Sind für mich irgendwelche Dörfer. Moment, wenn die Streams geschnitten werden, da kommt noch das eine oder andere auf euch zu. Also, Dekokiste TV ist über die Straße geflogen. Aber mehr dazu in die geschnittenen. Nein. Ja. So, jetzt. Geht das Ding hier schon wieder runter? So. Das, welches Gelenk ist denn das hier? Da bin ich noch mal. Es sind wieder technische Probleme, diesmal bei Evil True. Oh. Irgendwas ist schon los, die Drehle knapp jetzt. Keine Ahnung, welche das ist. So, fahren wir jetzt. Jedes Mal kriege ich durch Steck. Wenn die Kamera sich nach vorne bewegt. Ja. Wahrscheinlich. Werden wir zu spät da sein? Ich glaube, wir laufen jetzt rüber. Und nutzen mal die richtige Ampelphase. Es ist grün. Ja, es ist grün. Es war grün. Es war grün. Nein. Nein. Auf die Bitte. Okay, der Videobeweis. Ja, das ist ja so, was soll es ja beim Fußball auch geben. Aber nur Fußball. Ja, die deutsche Mannschaft hat gespielt. Oh. Und war es der Sinne des Wortes. Lassen wir mal so im Raum stehen. So, wir sind hier wieder angesagt. Bahnübergang ehemals die Hauptverkehrsstraße. Viele des älteren Semesters können sich wieder noch erinnern. Ja, das mit dem Licht. So. Ist das hier dunkel? Also, ich sehe nichts. Ja, dann sieht der natürlich auch nichts. Gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Autofahrer hier nicht länger. Aber hier in Christmas hat irgendwie besonders Geld. Ne? Wir sehen hier aller Wahrscheinlichkeit die Teilnehmer des Autokurses. Wir haben die Autostelle auf dem Parkplatz machen als wir. Und folgen vor dem Autokurs können wir auch. Natürlich komplett ausgestattet mit Radkreuz und das allen also zugehört. Ja, jetzt werde ich hier wieder von hinten angeleuchtet. Auch nicht schlecht. Leider habe ich hinten schon auf. Ja, ich bin ja noch bester Hoffnung, dass wir den einen oder anderen noch aufgaben. Aber aufgrund der Entfernung, das wird eher schwierig. Das glaube ich auch nicht, dass da noch. Schauen wir mal. Wir befinden uns hier jetzt im Rosengarten in Güstrow.
Adler tüftelt da noch. Eventuell vorne. Das ist der Bahnhof, den ich da sehe. Nein, es bewegt sich noch was. Also. Ja, die letzten. Ja, die muss mal an verlassen. Den Parkplatz. Im Hintergrund sage ich. Zeitfahrzeug. Hier ist die Straße gegeben und das da oben ist der Ausgang. Anders lehnen. Rucksack von Dego für zu gebraucht mit einem Zubehör, was ich brauche. Ja, man tauscht sich noch etwas aus. Wir sehen uns Montag, ne? Und reingauen. Ja, selber auch. Ja. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann für heute. Ich sage ciao, ciao und bis bald.